Ja, Freunde, ich habe schon wieder ein bisschen was gereinigt und aufbereitet. Das zeige ich euch jetzt im Überblick. Ansonsten geht's weiter. Willkommen bei Sams Channel. So, alles was lose war, ist jetzt ab. Mal gucken, was wir damit machen. Diese kleinen Bügel und Halter werde ich versuchen, alle neu zu pulvern. Wenn ich irgendwie das Plastik kurz abkriege. Was wahrscheinlich nicht dafür gemacht ist, um mal kurz abzugehen. Ich weiß es nicht. Das haben wir zwar neu, aber wenn ich das entlackt und gepulvert habe, ist es wahrscheinlich viel besser als neu. Das werde ich Pulver beschichten und das ist 100-mal besser als das neue Lackierte. Ja, dieser kleine Versuch im Ultraschall hat gezeigt, dass ich diesen Lack wahrscheinlich auch komplett gelöst kriege von diesem Teil. Das heißt, ich kann das dann auch pulvern, ob ich das dann so mache oder nicht. Das entscheide ich später, habe ich jetzt noch gerade Lust drüber nachzudenken. Das ist einfach noch in zu weiter Ferne im Moment. Das ist die Lagerhülse der Schwinge. Leider war ja die Schwinge relativ fettarm und da hat es jetzt ein paar unschöne Abdrücke gegeben, aber ich denke, ich kriege die wieder weg. Jetzt kann man ein bisschen schneller drehen, jetzt fliegt das Zeug nicht mehr weg. Wenn man das frisch drauf gemacht hat und dreht die Drehbank zu schnell, hat man den ganzen Dreck im Gesicht. Woher weiß ich das? Dreimal dürft ihr raten. Ich zeige euch, wie es geworden ist. In ein paar Minuten wird es noch dauern. So, jetzt ist es so gut, wie es hinzubekommen ist. Man sieht also ganz gut, wo die Lager aufgelegen haben, die Rollen. Wir haben also zwei Lager in der Schwinge. Und in der Mitte ist ein Spalt, das haben wir öfter, dass wir zwei Lager haben. Zwei Nadellager, die nebeneinander liegen, in der Mitte ist ein bisschen Platz. Ja, und man sieht also genau, wo die aufgelegen haben. Da kommt immer so der Schatten vorbei, wo es ein bisschen abgerieben ist. Aber ich kann euch versichern, das ist nur optisch. Akustisch ist es völlig intakt, also man spürt überhaupt nichts und deshalb ist es noch gut. Ja, das ist die Vorderachse. Die sieht ein bisschen so aus, als hätte sie jemand mit einer Feile auf Mars gebracht. Irgendwie komisch. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber es heißt drum. So tut ihren Zweck. Jetzt fantasiere ich mal ein bisschen. Aber so sah der Kettenblattträger vom Laubfrosch aus, nachdem den jemand versucht hat, ohne Drehbank auf Mars zu bringen. Merkwürdig. Italienische Momente, manch einem mag es spanisch vorkommen. Oh. Diese Dinge werde ich auch
schön entgraten und dann Pulver beschichten. Ich habe das schon mal gemacht bei einer Honda. Das hat gut geklappt. Ja, ich glaube, da ist irgendein Lack drauf, aber genützt hat es offensichtlich nichts. Dann lieber ein gutes Fettcoating. Hier sieht man, wo die Radlager sind es nicht. Doch, die Radlager, klar, wo die sitzen. Zum Teil. Die Muttern haben wir neu, das ist klar, aber ich werfe die alten natürlich deshalb nicht weg, sondern mache die sauber und lege sie hin. Sie sind zwar nicht hübsch, aber sie sind noch funktionsfähig. Wenn einer mal seine Radmutter verliert, habe ich wenigstens eine. Ich hebe alten Schrott immer auf, weil ich mir immer sage, lieber was Schlechtes, Hässliches, als was Fehlendes, Defektes. Weil fehlender Defekt ist halt ganz schlecht. Dann hat man lieber was Hässliches, Schmutziges, Verrostetes, was aber wenigstens noch funktioniert. Da hat man dann mehr von. Als wenn es gar nicht da ist, weil gar nicht da ist, ganz schlecht. Oh, was ein Trick. Ja, es reinigt natürlich keiner seine Hinterachse von innen. Macht ja auch wenig Sinn. Außer einmal im Leben eines Bikes, wenn es zu mir darf. Ja. So, und jetzt das Ganze nochmal etwas Bremsenreiniger an der Spitze. Und dann vom Einbau gibt es natürlich ein Fettcoating von innen und von außen. Und dann könnte man natürlich hier noch Stöpsel drauf machen, damit hier kein Dreck reinkommt. Und keine Viechernisten. Dann könnte ich schöne Alu-Stöpsel drehen. Oder was aus Poppen. Poppen habe ich auch da in der Größe. Könnte man schön Stöpsel drauf machen, jetzt ist es zu. Genau. Oder 3D-Drucken mit dem Ducati-Zeichen. Wenn das jemand Lust hat, das zu machen, kann das gerne tun und uns spendieren. Eine Runde so und dann umdrehen. So, wie war das doch gleich? So. Das hier baue ich noch nicht zusammen, weil ich es noch pulvern will. Das werfe ich mal weg, obwohl es sauber ist. Das heißt, ich werfe es nicht weg, ich hebe es natürlich auf. Aber ich hätte gern ein neues. Das drehe ich vielleicht noch ein bisschen ab oder ich drehe ein neues, weil das ist mir echt fast zu kaputt. Mal gucken. Ja, ich gebe zu, die neuen Muttern sind ein bisschen schöner. Das sind mehrere Lagen Kleber und man kann sehen, im Gewinde ist nichts passiert. Das war jetzt die alte Mutter. Ach, ich kann sie eigentlich drauf lassen. Ich denke, ich werde den Grat lassen, wenn man den Grat nach außen nimmt, das schön einfettet, und dann hat man den Grat so ein bisschen als Stufe, damit das Fett nicht so nach außen kann. Das ist vielleicht sogar ganz praktisch. Oh, Akku leer. Das war diese völlig verrostete Schraube unter dem Ölsieb, wo ich mich gewundert habe, dass sie keine Dichtfläche hat oder kein Dichtungsmaterial. Kein O-Ring, kein Kupfer- oder Alu-Ring. Der hat hier eine schräge Kante. Diese schräge Kante dichtet wohl gegen das Gehäuse Aluminium. Ja, und bildet dann hoffentlich eine dichte Fläche. Ja, das kam ansonsten gerade aus dem Ultraschall. Hier hat es ein bisschen den Lack angenommen von der Platte, welches den kleinen Rückfender trägt. Das war ja die Abstandshülse.
Blatt hat es ja komplett entlackt. Das Ding nur fast. Warum die so verdengelt sind, diese Abstandshülsen, hat sich mir auch nicht erschlossen. Aber es haben beide. Jetzt hätte die jemand mal irgendwie vergewaltigt in irgendeiner Form. Aber welchen Grund sollte man da haben? Da hat jemand eine Körnermarke gesetzt, vielleicht, damit sie es nicht verdreht. Keine Ahnung. Ich glaube, das hätte ich anders gelöst. Sei es drum. Vielleicht hat Ducati das auch so vorgeschrieben und die Werkstätten müssen es so machen. Zum Glück muss ich das nicht. So. Das war der Bolzen für den Heckrahmen. Das kann bleiben. Wahrscheinlich wird es nochmal dicht. Da gab es keine Dichtung. Darüber haben wir gerade gesprochen. So, Ralf schrieb ja gerade in die Kommentare, dass er ganz gerne einen neuen Kettensatz haben möchte. Ja, jetzt sollte ich mal das andere Mikrofon wieder anstöpseln. Die ganze Zeit hatte ich ja nur Blödsinn zu reden, wenn überhaupt irgendwas. Aber jetzt mache ich wieder was Anständiges, jetzt kriegt ihr wieder anständigen Ton. Und nicht nur Grummel, Grummel. Ja, ich sehe gerade, das sind jetzt viel Zahn. Gucken. Hätte ich auch. Sehen aber komisch aus, aber okay. Was ist das jetzt, 14? Oh ja, 14. Ich weiß nicht, ob die schlagen können, ich hoffe. BGS ist ja eigentlich auch kein Schrott. Was war das denn hier? Ach, der große Gott. Okay, gut zu wissen. War mir jetzt auch nicht so klar, dass man durch Reinschrauben auf der einen Seite das Ding hier rausschrauben kann. Okay. Da hat es einen von diesen Dornen rausgedreht. Oh, das macht nichts. Die vielen Zähne heben wir auf. Wo ist der andere? Hier genau. Kommt ins Ultraschall. Und wenn das schon so ist, dann... Ja, wenn die sich lösen, ist natürlich auch schlecht. Dann nehme ich die mal raus und werde die mal sauber machen und werde die mal Ultraschall. Außerdem finde ich, sollte man die hier mit Schraubensicherung versehen. Ist wohl nicht gemacht. Ich würde da sogar hochfeste Schraubensicherung nehmen. Ja, und dass das Linksgewinde sind, habt ihr sicherlich gesehen. Ja, so richtig mega fest war das jetzt nicht, aber egal. Das ist übrig und das wird ein bisschen sauber gemacht. Das kommt jetzt erstmal alles in Bremsenreiniger für einen Moment. Und wenn das ein bisschen entfettet ist, kommt es danach ins Ultraschallbad, wird ein bisschen gekocht und dann ist alles wieder sauber. Dann kann man das mit neuem Schraubensicherungsmittel eindrehen. Natürlich erst, wenn der Hub sauber ist. Der Kettenblattträger, meine ich natürlich. So, kann noch ein bisschen baden da drin. So, ich habe hier das Kettenschloss identifiziert. Ich schleife das jetzt gerade mal ab. Ja, ich nehme da extra so ein wenig invasives Tool, weil ich arbeite hier neben dem offenen Motor. Der wird zwar noch komplett zerlegt, aber ich möchte trotzdem keine Späne in den offenen Motor kriegen. Deshalb so wenig invasiv wie möglich an dieser Stelle. Na, dreckige Finger wird es sowieso geben. Ist auch egal. Nur dreckiges Werkzeug versuche ich immer zu vermeiden. So, machen wir mal das dahin, damit er nicht so weit fliegt. Oh, sorry. Immer das Gleiche. Ja, das hat geklappt, der ist nicht geflogen. Ich weiß allerdings auch nicht, wo er ist. Hallo? Ah, hier. Da. Weil auch die Frage immer mal wieder kommt. Ja, das Whale-Tool funktioniert schon prima und ist auch
empfehlenswert, ist sehr robust und alles gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass es inzwischen genügend Ketten-, Trenn- und Vernietwerkzeuge gibt, die einfacher zu bedienen sind als das Whale. Aber ich hab's nun mal. Und ich kann damit umgehen, also bleibt es. So. Ja, da bin ich aber trotzdem froh, dass ich das Ding jetzt los bin. Die Kette werde ich reinigen, sobald nächste Woche mein Smart Washer kommt, damit die Bakterien was zu fressen kriegen. Aber die kriegen es erstmal genug zu fressen. Aber in der Kette dürfen sie sich auch fressen. Ja, und jetzt reckt sich mir das gelbe Federbein in Form eines Mittelfingers entgegen und erinnert mich an mein Scheitern gestern. Himmel, Herrgott, Sackel, Zement, Kruzifix, Halleluja, kann ich dazu nur sagen. Ein Zuschauer meinte in den Kommentaren zum gestrigen Film, dass Ducati da Schraubensicherung reinmacht. Das wäre ja noch was. Schraubensicherung kann man ja noch halbwegs lösen. Also Aluminium oder Stahl in Aluminium festgefressen. Das ist schwierig, aber wenn Schraubensicherung dazwischen ist, hat man noch eine gewisse Chance, glaube ich. Schlimm ist nur, wenn man anfasst und fast dran kleben bleibt. Das Ding hebe ich dann auch für den Smartwasher auf in erster Linie, aber erstmal will ich diese Schraube jetzt raus haben. Aber wenn ich das versuche, kann das aus meinem Ultraschall kochen und die Zeit nutzen. Dann schauen wir mal, wie weit der Mittelfinger reicht. Man muss natürlich schauen, dass das gleichmäßig warm wird und nicht partiell verbrennt. Here we are. Kriegt nur den Kopf hier irgendwie nicht raus. Komm her. Gerade aber wieder Kamera-On-Off-Problem. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das Problem, was ich jetzt habe, ist eigentlich, das Gewinde ist komplett frei. Es ist auch alles rausgedreht, aber ich krieg's nicht aus dem Tunnel hier raus, weil der Kopf da ziemlich viel Reibung drin hat. Warm, aber nicht sehr heiß. Ja, da das Ultraschall gerade läuft, werfe ich die Schraube gerade mit rein. Ja, bei dem alten Monster, was ich vor ein paar Jahren hatte, war das auch so. Da war auch die Feder komplett verrostet. Die habe ich dann entrostet in stundenlanger Arbeit und habe die dann lackiert. Irgendwann später, Jahre später, hatte ich noch mal eine verrostete Feder. Die habe ich pulverbeschichtet. Die hat gerade so in den Ofen gepasst. Das hat gut geklappt, muss ich sagen. Pulverbeschichten von Federn klappt gut, wenn sie nicht zu lang sind. Aber diese Dinger sind ja ziemlich kurz eigentlich. Gibt es alles Videos drüber, logischerweise. So. Jetzt mache ich das noch ein bisschen sauber und dann kann der Ralf das verschenken, verkaufen oder sich übers Bett hängen. Ja, ich denke, die meisten, die ein neues Federbein sich wünschen, werden sowieso Ödins oder Wilbers oder sowas sich für ihr tolles Monster zulegen. Deshalb werde ich mich hier nicht verkünsteln. Ich glaube, es lohnt auch nicht, das dem David zu schicken zur Aufbereitung. Obwohl es dann wahrscheinlich besser wäre wie neu. Aber trotzdem, da wir schon Neues haben, machen wir uns ja bestimmt nicht verrückt jetzt. So, fertig, weg damit. So, fertig, gereinigt aus dem Ultraschall. Und das ist die mich in der Schwinge geärgert hat. Jetzt ist es schön sauber. So, nachdem ich das ein bisschen sauber habe, stelle ich fest, dass das zwei Lager sind. Das eine kann in die eine Richtung drehen, während das andere in die andere Richtung dreht. Ich halte jetzt hier fest und hier kann ich drehen. Also ich halte hier fest und drehe hier. Ich kann die auch beide in die entgegengesetzte Richtung drehen. Das geht alles. So.
Das heißt, diese beiden Hülsen trennen sich tatsächlich, eine für außen, eine für innen, aber sie stecken beide im Lager drin. Das ist auch okay, das kann auch so bleiben. So, jetzt sieht der Kettenblattträger wieder ziemlich gut aus. Aber er sieht in Wirklichkeit nicht gut aus, weil wenn man hier reinguckt, sind Gewinde schon sehr beschädigt. Das ist überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Aber ich denke, das hier ist der, der aus Versehen oder ja, freiwillig rausgekommen ist. Der ist wahrscheinlich schon ein paar Mal rausgekommen und wieder rein. Ja, okay, mal gucken, ob das nochmal klappt. Bin ich gespannt. Ansonsten habe ich den Rost ganz gut weggekriegt. Hier drin gehe ich nur mit meiner Bürste, mit meiner Spezialbürste nochmal rein. Ja, ich denke, das ist okay soweit. Ja, damit bin ich zufrieden. Jetzt probiere ich mal dieses eine Gewinde hier, wie sich das macht. Es geht eigentlich. Es hakt ein bisschen, aber man kann es mit der Hand fast bis ganz reindrehen. Das ist jetzt noch nicht katastrophal schlecht. Hi, wo ist die Kamera? Hallo. Sorry. Also es geht. Es kann ja nicht weg, wenn auf der anderen Seite noch die Mutter dagegen ist. Ich mache hier ein bisschen Schraubensicherung rein. Die Mutter kriegt auch Schraubensicherung, weil sie keine sonstige Sicherung hat. Deshalb braucht die Schraubensicherung. Was ich ja auch einsehe. Ansonsten mache ich es normalerweise nicht. Normalerweise sind da Sperrmuttern bei Hunden. So, das kriegt jetzt ein eigenes Kästchen. Wird erst wieder angefasst, wenn es zusammengebaut wird mit neuem Kettenrad. Ja, das hier ist die Federbandschraube, die im Motor gelebt hat. Das war die, die in der Schwinge saß. Und das ist die, die im Motor gelebt hat. Die sieht eigentlich schlechter aus. Die sind beide identisch, aber die hat hier viel mehr schadhafte Stellen. Rostfraß, die in der Schwinge, die schlecht rausging, hat eigentlich gar nichts. So kann es manchmal gehen. Zwischendrin läuft immer mal wieder das Ultraschall, weil die Brocken müssen ja sauber werden und das arbeitet ja ohne mich. Haha, das ist schön. Ich habe alles ausgeblasen und jetzt trocknet es in der Sonne. Aha. Der Öldrucksensor. Ja, der liebe Sinan oder Seinen aus UK hat mir mal ein Bild geschickt, wie der horizontale Zylinder in Top Dezenter aussieht. Thank you very much. Man sieht ja auch, glaube ich, irgendeinen Halter, den er da angebracht hat. Interessant. Sieht aus wie ein Stückchen Holz. Ich habe mir gedacht, ich will mal versuchen, das nachzuvollziehen. Das ist zwar jetzt der vertikale Zylinder, aber es ist eigentlich der horizontale. Das liegt jetzt daran, dass der jetzt gerade nach oben gereckt ist, weil der Motor halt liegt statt steht. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo Top Dezenter ist und habe meine lange Stange da reingesteckt. Und die ist fast weg. Ist das Ding tief? Hier haben wir einen TDC und das matcht ziemlich gut mit seinem Bild. Das heißt, ich markiere mir das jetzt auch mal gerade. Hier mache ich mir einen gelben Punkt, wo dieser Punkt hier ist. Und hier mache ich mir einen gelben Punkt. Moment, die Kamera steht im Weg. So, das ist dieses Ding. Es geht über den Schraubenmittelpunkt. Genau diese Linie und dann geht es hier hin, würde ich sagen. Wenn ich den Schraubenmittelpunkt als Linie nehme, geht das genau hier hin. Genau. Und das treibende Rad, da ist ja auch schon eine Markierung, die nicht ich gemacht habe, sondern jemand anders. Dieses treibende Rad zeigt dann hier auf diese
gelbe Markierung, die ich gemacht habe. Das ist die Markierung, die eigentlich im Kupplungsdeckel ist. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich noch mal eine Orientierung mehr. Man sieht, glaube ich, hier ganz gut an diesem Stutzen. Hier kann man auch so ein Haltesystem, dann Nockenwellenhalter einbauen. Ich glaube, da war auch der Deckel fest, aber ich erinnere mich nicht so genau. Ich müsste jetzt den Deckel suchen und anhalten, aber ich glaube, den habe ich schon im Keller irgendwo verstaut. Diese etwas komische Konstruktion scheint die Spannrolle für die Riemen zu sein. Ich nehme das mal raus gerade. Ah ja, das ist ein Exzenter, den man hier einstellen kann. Der ist jetzt logischerweise verrutscht. Das ist auch gut so, weil sich das natürlich lockern muss, in dem Moment, wo man die Schraube löst. Die Schraube ist mit so einem Plastikeinsatz selbstsichernd. Und wie gesagt, diese Sache ist exzentrisch. Und hier hat man drei Löcher. Die drei Löcher sind wahrscheinlich für irgendein Tool, was man da einbringen kann, um dieses Rad zu drehen. Und wenn man das jetzt den Riemen abmachen will, zieht man einfach die Rolle ab. So. Und dann kann man den Rest des Riemens entfernen. Es war natürlich jetzt ein Fehler, mit dem hier anzufangen. Es war aber auch nur ein Zufall. Man muss natürlich mit dem äußeren Riemen anfangen. Wer hätte es gedacht? So, ich glaube, hier konnte man es auch noch mal ganz gut sehen. Ups, wie das Spannelement abgesprungen ist. So. Und jetzt sollte man sehen können, warum man den horizontalen Riemen als erstes abnehmen muss, weil der Vertikale nämlich dahinter sitzt. Das ist natürlich jetzt mit der Kurbelwelle verbunden, über das Getriebe, über diese kleine 2:1 Übersetzung, oder ja, 2:1 Übersetzung, die wir drüben haben. Ja, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich komplett neu, weil die Riemen sind ja gerade mal 10, 20, 30, 50 Kilometer gelaufen, hat der Ralf mir gesagt. Die sind neu gekommen in der Werkstatt. Und möglicherweise ist das auch neu gekommen, zumindest sieht das ziemlich neu aus. Das heißt, die Riemen sind fabrikneu und das ist fabrikneu und das Motorrad ist dann kaputt gegangen, das Getriebe von dem Motorrad, kurz nachdem das passiert ist. So, das sieht also gut aus. Sieht neu aus. Und das hier sieht auch neu aus. Geht ein bisschen schwer, aber es scheint normal zu sein. Also es ist nicht so, dass man das jetzt anschieben kann und es dreht eine halbe Stunde. So ist es gerade nicht, aber ist wohl, da sie alle gleich sind, ist das wohl normal so. Die beiden sind identisch, aber ich beschrifte sie trotzdem mal, wenn ich einen schreibenden Schreiber finde. Oh, guck mal hier, der federt, wie hübsch. Gleich wird er klecksen. Ah, ich glaube, ich nehme einen anderen. Immer dieses hypermoderne Zeug. Ich wollte doch nur ein H drauf machen aufs anderen V. Auch wenn es egal ist. Das hier ist nur eine Umlenkrolle. Ja, die ist okay, glaube ich. Ist auch so, dass es ein bisschen schwer geht. Hat ein ganz kleines Spiel. Man kann sie ganz geringfügig kippen, was normal sein kann. Ja, die fühlt sich exakt genauso an, als ist das normale. Okay. Ja, jetzt gibt es nichts mehr, was Zylinderkopf und Motor irgendwie miteinander verbindet. Das heißt, man kann jetzt den Zylinderkopf von den Zylinder abziehen. Und dafür brauche ich eigentlich nur einen 14er Schlüssel. Hoffe ich zumindest. Wenn es nicht klappt, dann brauche ich einen langen 14er Schlüssel. Also versuchen wir es mal. Könnte spannend werden. Da es nur eine 14er ist, habe ich die Hoffnung, dass es nicht gar zu schwer zu ist. Ich muss mich nur irgendwo dagegen lehnen können. Oh, das wird schon schwierig. Moment. Das scheint zu gehen. Reicht das schon? Ja, reicht schon. Okay, andere Seite auch. Hier sieht es ein bisschen einfacher aus.
weil hier kein Schacht für die Riemen da ist. Ich glaube, ich fahre das mal ein bisschen weiter runter. So. Ich will jetzt versuchen, die möglichst gleichmäßig zu öffnen, damit der Kopf gar nicht erst auf die Idee kommt, sich in irgendeiner Form zu verziehen. Vielleicht hätte ich dickere Handschuhe anziehen sollen. So, jetzt sind sie alle locker. Jetzt kann nichts mehr passieren. Und wie es aussieht, sind alle Stehbolzen an Ort und Stelle geblieben und haben sich nicht versucht rauszudrehen, oder? Gerade kein Licht hier, aber müsste gehen. So. Ich habe den Ventildeckel jetzt noch drauf, hätte ich auch vorher abmachen können, habe ich aber nicht, müsste egal sein. Eigentlich arbeite ich nicht gerne mit Handschuhen, aber diese Schlüssel tun mir an den Pfoten einfach weh. So, ist da eine Richtung? Glaube ich nicht. Das sind einfach Unterlegscheiben. Bei Honda hat man manchmal eine Seite Stahl, andere Seite Kupfer, aber hier ist es offensichtlich nicht der Fall. So, kommst du freiwillig? Ich rechne nicht wirklich damit. Könnte natürlich noch sein, dass unter dem Deckel noch irgendwas ist, aber das halte ich für eigentlich unwahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wieder nur ein bisschen gestreichelt werden. Genau. So scheint es zu sein. Ach, da sind Passstifte dazwischen. Na, Pelzo. Das war's. Das ist ein Kolben. Das ist anständig. Das ist nur Farbe. Nee, das gehört zur Zylinderkopfdichtung dazu. Mhm. Okay. Ach du Scheiße. Siehst du das? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur den Kopf gehoben. Sonst nichts. Hiervon kann es nicht kommen. Was ist das? Da steckt eine Spirale im Wasserkanal. Okay. Wahrscheinlich ein Strömungsverbesserer. Mal ehrlich, wie kommt sowas in den Kühlkreislauf? Das ist ein Stück von irgendeinem Gewinde. Oder von irgendeiner Bohrung. Ja genau, das ist ein Stück Bohrmaterial. Wahrscheinlich noch von der Produktion, würde ich vermuten. Gut, dann versuche ich mal die Zylinderkopfdichtung runterzubekommen. Die ist jetzt 120.000 Kilometer drauf. Es wird jetzt nicht ganz so einfach werden. Doch, ist einfach. Wahrscheinlich hat sie mehrere Schichten. Und wenn ich Glück habe, gehen alle Schichten zusammen runter. Und sie zerblättert nicht irgendwie. Fast gut. Ah, hier ist ein bisschen angepappt. Das kann passieren nach so langer Zeit. Sehen wir es ihr nach. Ja, mir ist nicht bekannt, dass es normal ist, dass man eine Ölpfütze unter der Zylinderkopfdichtung hat. Bin mir jetzt nicht sicher, wo das Öl herkommt, aber vermutlich kommt das Öl von hier. Und alles andere sind eigentlich Wasserkanäle. Diese Dimpel, die man hier sieht, die gehen nicht nach unten durch, sondern das sind Führungsstifte. Das sehen wir gleich, wenn wir den Kopf umdrehen.
Das müsste das Ölungsloch Richtung Zylinderkopf sein. Und von diesem Ölungsloch ist offensichtlich hier diese ganze Pansche hier ausgegangen, würde ich vermuten. Für mich stellt sich das so dar. Ja, und die Zylinderkopfdichtung zeigt das also auch. Hier ist alles verölt, das ist wohl der Öldurchtritt. Und möglicherweise ist das von hier gekommen. Und das ist ja, was ich jetzt gemacht habe, ist ja der liegende Zylinder. Und der hatte ja eine tolle Kompression gehabt. Und vielleicht hat er deshalb eine tolle Kompression gehabt, weil da ziemlich viel Öl über diese Stelle in den Brennraum gelaufen ist. Ja, das ist von unten, von oben betrachtet, saß das Ding so. Deshalb ist der Ölbereich hier und deshalb bin ich der Meinung, dass es der Öldurchtritt ist. Aber das sehen wir später, wenn alles auseinander ist. Jetzt schauen wir uns den Kopf mal von unten an. Aha. Sehr schön. Ventile sind also eingefahren, das ist gut. Ich habe ja schon mal den Kopf etwas heftiger auf ausgefahrene Ventile gelegt. Dann waren sie krumm. Hier haben wir die Passstifte. Der eine ist ziemlich tief, der andere ist etwas rausgekommen, was daran lag, dass er, oder was daran liegen mag, dass er ein Stückchen rausgerutscht ist. Muss ich nochmal genau feststellen, wenn ich alles sauber mache. Ja, und das mit dem Ölkanal hier verdichtet sich, weil, ich versuche das mal zu zeigen, das hat mit dem Wasser zu tun, ist ganz klar, weil hier auch der Anschlussstutzen ist. Die Dinge haben alle mit dem Wasser zu tun. Es gibt eigentlich nur einen Ölkanal und das ist der hier. Da, wo das Öl auch ausgetreten ist, das heißt, es war furchtbar undicht. Das bedeutet ja gleichermaßen, dass das Ding Öl gefressen haben müsste eigentlich. Das geht hier über diese Bohrung geht das hoch zu den Nockenwellen und zu den Nocken und zu dem Ventiltrieb da oben. Zu allem, was hier halt noch ist. Genau. Gut. Und eine weitere Dichtung scheint es nicht zu geben. Das heißt, die Zylinderkopfdichtung hätte das verhindern müssen, dass hier das Öl dadurch verkompondiert. Hat sie nicht getan, war sie wohl kaputt. Können wir erkennen, dass die Zylinderkopfdichtung am Ölloch kaputt war? Ich würde sagen, jein. Das Ganze ist von unten her eingedellert, so. Als hätte da der Öldruck die Dichtung oder das Dichtungsmaterial, das Aluminium, woraus die Dichtung ja wahrscheinlich ist, nach oben irgendwie versucht auszudrücken. Das heißt, wir haben hier eine Art Dach an dieser Stelle und auf der Unterseite eine Art Tal. Das heißt, es kam hier Öldruck von hier nach oben und hat das dann ein bisschen verformt. Und möglicherweise war die Verformung dieser Stelle die Ursache dafür, dass hier das Öl ausgetreten ist. Meine Vermutung, keine Ahnung, ob es stimmt, halten wir es mal so fest. Ansonsten fällt mir hier am Dach, im Dach des Brennraumes nichts weiter auf. Dieser Zylinder hatte ja auch eine gute Kompression. War ein bisschen hellere, weißliche Auslassventile. Das ist oftmals so wegen der Temperatur. Dann werden die halt weißlich und das sind die Einlassventile. Wir haben überall ja, ein bisschen Carbon aufgebaut, ein bisschen Kohle aufgebaut, aber das ist nicht mehr, als ich erwarten würde. Also jetzt nicht katastrophal in irgendeiner Form, sondern ist halt so. Kann man so machen, kann passieren. 120.000 Kilometer darf auch ein bisschen Ölkohle im Brennraum sitzen. Vielleicht schiele ich auch nur, aber eben habe ich so das Gefühl, dass dieser Stutzen, wo das Spannrad dran war, so ein bisschen krumm ist, so in diese Richtung. Okay, muss ich nochmal genau checken dann. Ich stelle das jetzt erstmal weg und dann löse ich den anderen Kopf. Das geht auch ziemlich einfach. Zu Fuß, nein, mit der Hand natürlich gehen. Die Füße sind immer noch auf dem Boden der Tatsachen. Ja.
Ich überlege gerade, ob das mit dem Öl passiert sein kann, in dem Moment, wo ich den Zylinderkopf gelockert habe. Ich will es nicht ausschließen, aber er war eigentlich senkrecht in dem Moment, wo ich es gelockert habe. Wir schauen mal, wie es hier aussieht. So, die andere Seite ist schon raus, die Schrauben und Muttern. Scheiben und Muttern. Die liegt jetzt auf dem Boden oder lag. Danke. Hier ist alles trocken. Na, fast. Hier ist ein bisschen Öl hier. Ja, man erkennt sogar noch einen gewissen Hohnschliff. Wir haben hier an den Ohren ein bisschen Öl, aber das ist jetzt unkritisch, denke ich. So. Hier ist der Ölkanal. Der ist auch, wie es aussieht, ein bisschen nach oben gebogen. Ich versuche mal, das gerade abzubekommen. Die hängt überall viel fester als die andere. Die andere hing ja nur hier in einem Bereich fest, aber die hängt überall sehr fest. Ich glaube, so sollte es eher sein. Genau. Hier ist kein Öl, nur hier, wo es im Brennraum überhaupt nichts zu tun hat. Also hier ist kein Öl, hier ist auch kein Öl. Also das macht insgesamt gesehen, glaube ich, besseren Eindruck. Ja, hier läuft noch ein bisschen Öl und Kühlflüssigkeit aus und ineinander, aber das ist nur noch relativ wenig, weil es ist eigentlich schon alles leer. Jetzt drehen wir das mal um. Da haben wir nur ein Tröpfchen Öl. Hier haben wir auch die Passstifte unterschiedlich hoch. Ist wahrscheinlich so bei diesem Motor, dass die Passstifte unterschiedlich hoch sind. Macht aber nichts. Wenn es normal ist, dann soll es mir recht sein. Wir haben hier einen Tropfen Kühlwasser, hier einen Tropfen Öl. Das ist völlig okay. Ansonsten genau das gleiche Bild wie im anderen Zylinder auch. Relativ weiße Auslassventile, relativ dunkle Einlassventile. Ansonsten sieht es gut aus. Durchaus vergleichbar. Also bis jetzt nichts irgendwie Pathologisches. Ja, das war der Vertikale, das ist der, der weniger Kompression hat und er hatte vielleicht deshalb weniger Kompression, wie ich schon gesagt habe, weil er kein Öl im Brennraum hatte. Und warum, wissen wir jetzt vielleicht. Ich stelle es aber auch erstmal weg. Jetzt müsste es möglich sein, die Zylinder zu ziehen, weil die sind eigentlich nicht fest, sondern die sind nur festgeklebt jetzt. Ducati hat es offensichtlich für nötig befunden, außer der Zylinderfußdichtung, die sich hier befindet, wo man hier noch ein Stückchen sogar von sieht. Für nötig befunden, noch zusätzlich Kleber zu benutzen. Weiß nicht warum. Bei dem Monster, was ich vor Jahren mal hatte, war das auch so. Da musste die Zylinderfußdichtung auch eingeklebt werden. Eine Zylinderkopfdichtung gab es gar nicht. Das war auch interessant. Hatte ich auch vorher noch nie gesehen. Beim alten Monster war das so, dass es die gar nicht gab. Und hier haben sie die Zylinderfußdichtung eingeklebt. Das habe ich nur bei der 1100er Honda gemacht, weil das Gehäuse unten so vermackt war. Dass die Dichtung eh nicht gehalten hätte, deshalb habe ich die da halt auch eingeklebt. Aber hier hätte ich das jetzt nicht unbedingt für notwendig empfunden, aber es soll schon so sein. Ich habe schon einige Stellen gesehen, wo man vielleicht angreifen könnte. Hier passt eine Klinge ganz gut dazwischen. Oh ja, sehr schön. Es hat Schmatz gemacht und locker ist es. Das war cool. Sehr schön. Auf der Seite gibt es hier eine ganz schöne Stelle, wo man was dazwischen tun könnte. Ja, es schmatzt, es geht so. Das ist gut. Muss immer gucken, ob ihr was sehen könnt, aber ich glaube schon. Weil es ist ja gerade spannend. So. Ich versuche jetzt mal, das hier rauszukriegen. Man sieht ziemlich deutlich, dass der Kleber das verhindert, dass man das nach oben ziehen kann. Aber ich versuche es nochmal.
Eben geht's. Eben ist es los, glaube ich. Natürlich sind auch die Kolbenringe jetzt im Zylinder und die werden natürlich jetzt ein bisschen Reibung erzeugen, aber ich denke, das wird sich gleich geben. Eigentlich ist alles frei. Es kann nur noch der Kolben sein. Genau, das ist zielführend. Kolben hat sich leicht angelehnt. Kein Problem, ist anlehnungsbedürftig. So, jetzt schauen wir den Zylinder von der Laufbahn her mal an. Hier unten hängen irgendwelche schwarzen Flecken, aber ich glaube, das ist nur... Machen wir gleich von der anderen Seite. Das ist gerade beim Kolben rausziehen, da hat er ein paar Carbonbrösel gelassen. Hier oben der Trauerrand, ist normal. Der Hohnschliff ist toll. Hier gibt es ein bisschen... Warte mal, ich muss mal gerade meine Handschuhe ausziehen. An der Vorder- und Rückseite sieht man, wo der Kolben hier angelehnt hat. Ganz leicht kann man das sehen. Müsste... Hier auf der Seite auch. So ist vielleicht besser. Aber das ist völlig normal. Bei der Kilometerleistung sowieso. Und diese Krümmel, die ich gerade gesehen habe, sind tatsächlich gerade erst reingefallen, als ich den Kolben, der ein bisschen Verkorkung obendrauf hat, da durchgezogen habe. Also bis auf diese kleine Abnutzungserscheinung in Kipprichtung des Kolbens hat das Ding nichts. Nichts außer einem perfekten Hohnschliff. Das muss man einfach mal so sagen. Ich meine, ich muss die Zylinder noch messen, das ist klar. Das werde ich auch tun, aber vom Verschleißbild her würde ich sagen, perfekt. Perfekt für diese Kilometerleistung. So, hier haben wir beim Ölungsloch einen O-Ring, den sichere ich mal. Den wird es neu geben. Ansonsten ist nichts auffällig. Das hier sind Dichtungsreste alles. Gut. Ja, es läuft hier die restliche Kühlflüssigkeit noch aus der Tasche. Aber das macht nichts. Das kann es tun. So. So, jetzt holen wir mal den anderen Zylinder und schauen, ob das genauso perfekt aussieht. Na, hier werde ich mit meinem Plastik noch nichts ausrichten können, denke ich. Da muss ich mal, wo habe ich denn jetzt Schraubenzieher nochmal bemühen? Vielleicht von der Seite. Da gibt es nämlich genau die gleiche Stelle. Genau. Haben die Jungs von Ducati gut gemacht. Oh, jetzt ist viel Dreck. Jetzt kommt viel Dreck. Ist gerade nicht so schön. Ich saug das, glaube ich, erstmal weg. Da ist lauter Dreck und Sand. Das fällt mir jetzt rein. Das ist zwar nicht schlimm, weil sowieso alles auseinanderkommt und gewaschen wird, aber muss ja nicht sein. Gut, wenn wir jetzt Dreck im Motor haben, wissen wir, woran es liegt. Also nicht so schlimm. Das war ich und wenn ich es gewesen bin, dann ist es okay. Kurz was da unten reinstecken, dass der Kolben, wenn er gleich abstürzt, nicht hart fällt. Ach, mein Gott. Die Kolbenringe haben noch gut Spannung, keine Zweifel. So, okay. Ich war auch leicht verkippt, glaube ich. Dann schauen wir den Zylinder an, machen die Krümel raus, da ist noch eins reingefallen, so. Ich weiß gar nicht, ob es ohne Licht für euch vielleicht sogar besser ist. Keine Ahnung, ja, könnte sein. Ich lasse das Licht mal aus und drehe den Zylinder langsam. Bisschen vor eurer Nase. Hier haben wir
üblichen Schleifspuren, die wir auf der anderen Seite auch haben. Hohen Schliff ist perfekt. Etwas Schleifspuren gegenüber, aber wenig. Ja. Trauerrand hier oben, auch normal. Und von unten sieht das Ganze so aus. Nochmal mit Licht. Ja, also nichts beschädigt. Alles meiner Meinung nach für diese Kilometerleistung hervorragend im Zustand. Das wird nicht die letzte Pfütze gewesen sein. Ja, man sieht also hier eine Ölspritzdüse. Die werde ich mal fangen, weil sonst geht sie mir verloren. Und hier saß dieser O-Ring drumherum. Man sieht auch hier O-Ringe um jeden Stutzen hier. Ja, ich weiß, die heißen Stehbolzen. Hier sehen wir, ist die Ölspritzdüse und der O-Ring am Motorblock geblieben. So. Gerade war ich etwas erschrocken, dass die Ölspritzdüsen im ersten Augenblick unterschiedliche Durchmesser vorgespiegelt haben, aber im einen war nur ein Ölmeniskus drin. Jetzt habe ich die durchgeblasen mit Druckluft, jetzt sehen sie beide gleich aus. Ja, die Zylinderfußdichtung wird man natürlich auch neu machen. Ich werde mal gucken, wie ich sie hier runterkriege, ob das leicht geht. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man die Dinge gar nicht an den Dichtungen hier vorbeikriegt, aber das glaube ich nicht. Zumal die auch nach innen offen sind. Ja, ich glaube, man wird die O-Ringe austauschen müssen und dann kriegt die Dichtung hier nicht dran vorbei. Aber sei es drum. Wenn die O-Ringe raus müssen, dann ist es halt so. Dann freuen wir uns auf neue. Ja, beim zweiten Mal ist alles einfacher. So. Ist halt überall noch Dichtmasse dran. Die neuen Dichtungen muss man auf jeden Fall mit einem Verhüterlider drüber machen, über das Gewinde, ansonsten geht das nicht gut. Ich mache es jetzt erstmal so, dass ich die Fußdichtung durchzwicke. Oh, da ist auch schon. Ist das Alufraß oder ist das. Man weiß es nicht. Ich will mal gerade gucken, wie das hier so aussieht. Den Schweif kurz blicken lassen. Aber wie es aussieht, ist hier alles ziemlich gut, um nicht zu sagen perfekt. Die Kolbenringe haben so gut wie kein Spiel in den Kolbenringnuten. Sind alle tiptop beweglich. Das ist klasse. Ich weiß, man tauscht sowas generell aus, aber ich hätte da jetzt keine Bedenken, die Kolben einfach drin zu lassen während dieser Operation. Und einfach das ganze Ding mit neuem Getriebe wieder zusammenzubauen. Geht so? Ja, geht so. Aber ich denke, ich werde es trotzdem abmachen, alles nachmessen. Und hier oben ist auch alles tipptopp. Auch die Kolbenhemden haben überhaupt keine Verschleißmarken. Das ist kaum zu glauben. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Das ist jetzt die andere Seite. Ich habe den Motor mal ein bisschen gedreht, dass wir vom vertikalen Kolben mal die andere Seite sehen können. Da haben wir einen kleinen Strich. Einen winzigen kleinen Strich. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Ich versuche es noch mal ein bisschen zu drehen. Hier ist ein winzig kleiner Strich. Ich weiß nicht, ob es an der Kamera rauskommt. Hier, genau hier.
Aber der ist nicht zu spüren. Der ist ja, vielleicht gerade so mit dem Fingernagel. Das ist geringstfügig. Das ist eigentlich super gut. Das ist ein Dreckrümmel. So, hier nochmal der Strich, ein bisschen nähere Aufnahme, aber das ist kaum zu spüren. Man spürt es schon mit dem Fingernagel, er bleibt ganz leicht hängen, aber kann man völlig ignorieren. Ja, Freunde, ich würde sagen, verbrennungstrakttechnisch ist dieser Motor in einem sehr guten Zustand. Und ich bin sicher, euch interessiert das auch. Und ich bin sicher, ihr werdet den einen oder anderen Kommentar dazu haben. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht habe ich irgendwas falsch interpretiert. Mich würde interessieren, was die Spezialisten unter euch zu diesem Öleintrag bei dem einen Zylinder sagen. Das ist der mit der höheren Kompression. Das ist der waagrechte Zylinder. Ob das was damit zu tun hat, dass er in der Regel waagrecht liegt. Ich habe da ja schon spekuliert, dass der waagrechte Zylinder möglicherweise, ja, weil das Öl ja nicht nach unten fließen kann, sondern eigentlich immer da in diesem Öl, in dieser Ölleitung steht, kann es natürlich sein, wenn die Dichtung ein bisschen undicht ist. Es gibt ja keine zusätzliche Dichtung, sondern die Zylinderkopfdichtung muss das ja machen, dass es dann zu Öleintrag führen könnte. Das ist das Einzige, was dem passiert sein könnte. Da bin ich mal auf eure Meinung und Interpretation gespannt, vor allen Dingen derjenigen, die den Motor besser kennen als ich. Für mich ist das ja alles das erste Mal. Gut, dann freue ich mich drauf auf eure Kommentare und sage bis demnächst bei Zams Channel und tschüss.